Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, und jetzt wird es zwischendurch lustig, aber auch sexy bei Fellner live. Mausi ist in der Haus. Ja. Mausi Lugner besucht uns wieder mal mit allen möglichen spannenden Infos. Denn Mausi Lugner ist eine Fachfrau und Spezialistin für AstraZeneca-Impfungen seit neuestem. Ja. Und damit natürlich sozusagen eine derjenigen, die jetzt am besten mitreden kann beim Tagesthema Nummer 1. Nämlich, wie ist es, wenn man mit AstraZeneca geimpft wird? Ich wusste gar nicht, Mausi, dass du schon über 85 bist. Ach, hör auf. Weil ausschauen tust wie 25. Oh, danke schön. Wie hast du es geschafft, zu einer AstraZeneca-Impfung zu kommen? Also überhaupt, wie hast du es geschafft, zu einer Impfung zu kommen? Genau. Ich bin leider Gottes Risikopatientin und das jetzt nicht nur in der unteren Stufe, sondern sogar Hochrisikopatientin und deswegen habe ich es bekommen. Und ich habe den Impftermin bekommen. Ich weiß, dass es immer ein Hochrisiko ist, wenn du erscheinst. Ja, das glaube ich. Bitte? Ja. Also insofern bist du Hochrisiko, ja? Ja, ja. Genau. Nein, ich habe dann den Infotermin bekommen. Ich war am Dienstag war ich dort zum Impfen. Also du hast dich auf dieser Homepage oder Seite der Stadt Wien eingetragen? Nein, ich habe mich in Niederösterreich eingetragen. Oder in Niederösterreich eingetragen. Hast deine Risikofaktoren angegeben, was man dort ja tun kann. Genau, so ist es. Das wurde dann gegengecheckt, nur damit da jetzt nicht die Anrufe kommen und sagen, die Mausi hat wieder mal geschwindelt. Nein, das wird mit der Sozialversicherung. Du schwindelst nie und in der Krankengeschichte schon gar nicht. Ne? Nein, das wird mit der Krankengeschichte logischerweise natürlich. Ja, genau. Und du musst auch dann natürlich auch die Unterlagen mitnehmen zur Impfung selber. Aber um dann zu beweisen, dass du genau so bist, ja. Aber dann hast weil die 85 Jahre hast du ja nicht ganz beweisen können, nehme ich an, oder? Oder? Ja, so ist es, ja. So, also, du bist nicht über 85, du bist trotzdem geimpft, du bist Hochrisikopatientin und das hat jetzt nichts mit deiner erotischen Ausstrahlung zu tun. Danke. Sondern natürlich generell Hochrisiko, wenn man dir gegenüber ist. Oi. Aber du bist wirklich Hochrisiko und da hört sich dann irgendwann der Spaß auf. Und daraufhin hast du eine Impfung bekommen. Jawohl, so ist es. Und ich bin dann eben... Eine Impfzuweisung bekommen. Eine Impfzuweisung, ja. Und wir in Niederösterreich können uns ja sogar auswählen, wo wir hingehen dürfen. Das ist ja Niederösterreich ist einfach besser organisiert als Wien, ich sag's, ja. Also da muss das glaubst aber nur du, muss man dazu sagen. Nein, Leitner ist da sehr dahinter. Also unsere heilige Johanna in Niederösterreich... Freut sich, wenn sie zuschaut, kriegst du gerne einen Werbevertrag. Ist sehr dahinter, wirklich. Niederösterreich. Nein, ich hatte vier Stellen, wo ich mir aussuchen konnte, hinzugehen. Und ich bin natürlich gleich dann eben zur nächsten Gruppenpraxis hingefahren. Das war am Dienstag um 10 Uhr vormittags. Also zu einem Hausarzt. In Niederösterreich wird ja überwiegend beim Hausarzt geimpft. Genau, Allgemeinmediziner. Und dort bist du hingegangen und dann hast du erfahren, die freudige Mitteilung, es ist AstraZeneca. Ja, ich habe natürlich gefragt, ich habe gesagt, blöde Frage, aber welchen Impfstoff bekomme ich denn? Ja. Und habe mir gesagt, eben AstraZeneca, ich habe gesagt, es ist irrelevant. Hauptsache, ich bin geschützt. Dein lieber Mensch. Ja? Weil 50% hätten umgedreht, wie wir das jetzt wissen. Ja, möglich. Ja. Das kann aber ich aber nicht nachvollziehen. Du hast gesagt, wurscht, ich nehme auch AstraZeneca. Naja, eben nicht. Ich habe nicht gesagt, egal oder wurscht, weil ich habe bereits wirklich Bekannte schon verloren an diese Krankheit, die durch diese Krankheit gestorben sind. Und nicht nur das. Die mussten in der Intensivstation 3 bis 4 Wochen am Bauch liegend verbringen. Das muss man sich mal vorstellen, am Bauch liegend. Intubiert am Bauch liegend, sonst wären sie ertrunken vom Wasser in der Lunge. Und einer davon hat es nicht geschafft. Also diese Krankheit, dieser Virus ist einfach wirklich so schlimm, dass ich einfach wirklich nur hoffe, dass alle diese Impfverweigerer es endlich einmal einsehen, wie schlimm diese Erkrankung wirklich ist. Und dann warst du also in einer Gruppenpraxis, es erschien ein Arzt, hat gesagt, liebe Mausi, wir haben die Impfung, es ist AstraZeneca. Ja. Scheiß dich nicht an, sie gewiss. So, und dann ist was passiert? Naja, das war um 10 Uhr vormittags und ich bin dann... ging das rein? Hast du was gespürt oder spürt man das? Naja, also zuerst einmal gar nicht. Nein, den Stich spürt man oder spürt man nicht? Stichel ist ein Stichel. Für jemand, der wie du täglich Botox bekommt, eine Kleinigkeit. Bitte? Ein Klacksel mit links. Gut. Ja, ich bin dann noch, ich habe dann noch was zum Frühstück eingekauft, bin dann nach Hause gefahren, es ist mir blendend gegangen und... meine Tochter war dann am Abend auch noch bei mir und als sie weg war, so ab 19.30 Uhr, zack, schlagartig, habe ich
einen Schüttelfrost bekommen, mit Gliederschmerzen schlagartig vom Feinsten. Habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Unfassbar. Vom Feinsten. Das war unfassbar. Ja. Ich bin im Bett gelegen mit Pyjamas, mit drei Decken, mit drei Thermophore und ich habe mich nicht erwärmt. Ja. Die Haare haben sich aufgestellt. Ja. Das war irre. Ich habe geklappert mit den Zähnen, so kalt war mir. Das war die erste Nacht. Also du hattest als erste Reaktion um 19 Uhr eine Schüttelfrostattacke, nachdem du um 10 Uhr geimpft wurdest. Genau, dann die ganze Nacht. Dann am nächsten Tag ist es mir relativ... Hast du auch Fieber gehabt? Oder dazu komme ich noch. Am nächsten Tag ist es mir relativ gut gegangen und auch wieder ab 19 Uhr hat es angefangen, Fieber. Richtige Fieberschübe. Das war die Nacht. Du wirst ja wahrscheinlich schon beim ersten Schüttelfrostschub Fieber gemessen haben, ne? Nein, da habe ich kein Fieber gehabt. Wie viel hattest du? Nein, beim ersten Schüttelfrost nichts. Nur Schüttelfrost, kein Fieber? Nur Schüttelfrost. Aber bei der zweiten Nacht hatte ich dann tatsächlich Fieber. Das war so um 39, ein bisschen mehr als 39. Und ich habe einige Male jetzt, das war die letzte Nacht, umgezogen, weil ich einfach komplett durchgeschwitzt war, permanent. Und ich hast du Aspirin genommen oder was hast du gemacht? Ja, sie empfehlen Seraktil oder Mexalin. Das heißt, du hast dann den Hausarzt angerufen und gesagt, hallo, was haben Sie mit der eingespritzt? Das habe ich gleich mitbekommen als Rezept, Seraktil. Das Rezept für Seraktil. Der hat gleich gesagt, es kann sein, dass sie heute Schüttelfrost bekommen. Ja, die Symptome. Das wünscht man sich. Ja, und heute in der Früh bin ich aufgewacht und es ist immer so gut gegangen wie schon lange nicht mehr. Ich könnte Bäume ausreißen, ich könnte schon einen Tango tanzen. Also heute ist die positive Impfwirkung da nach drei schlechten Nächten. Zwei schlechte Nächte. Einmal Schüttelfrost, einmal Fieber. Ja. Verstehe. Und jetzt ist aber alles bestens. Alles okay, alles bestens. Du bist jetzt im Vollbesitz deiner Kräfte hier. Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Hast zweimal Schüttelfrost überlebt, aber musst sicher nicht mehr auf die Intensivstation. Ja, das ist es ja. Ich meine, wir wissen ja alle, dass die Impfung natürlich jetzt nicht zu 100% schützt, aber wir sparen uns als Geimpfte zumindestens, dass es uns eben so geht wie den Schwersterkranken, eben, dass wir in die Intensivstation kommen und das wollen wir ja alle nicht. Das ist das eine. Weil die Frage ist ja, Mausi, bist du jetzt sauer auf AstraZeneca und angefressen? Na, überhaupt nicht. Weil du nicht. Zwar solche Horrornächte hattest, nein, oder? Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Beim BioNTech-Impfstoff wiederum sagen sie, dass die Nebenwirkungen bei der zweiten Impfung kommen und auch länger andauern. Ich bin überhaupt nicht sauer. Ich bin froh, dass ich einen AstraZeneca bekommen habe. Und schon einen Termin für die zweite Impfung? Ja, einen Tag vor meinem Geburtstag. Wann? Am 1. Juni. Zweiten habe ich Geburtstag, ist dein Geburtstagsgeschenk. Kommst du dran. Das heißt, bis Juni musst du warten, bis du völlig gewohnt bist. 3 Monate bei AstraZeneca. Ein kleiner Scherz nebenbei, ne? Ja, aber ist halt so. Es ist so. Ja, es ist so, wie es ist. Und jetzt bist du wirklich eine liebenswerte Mausi, wie wir ja wissen. Das heißt, du bist so lieb, dass du sagst, ja, Mai, habe ich heute halt einen Schüttelfrost gehabt. Hauptsache, ich habe die Impfung und bin immun. Bitte? Ja, das sage ich auch wirklich. Also ich wirklich alle Impfverweigerer würde ich wirklich einmal empfehlen, sie sollen sich mal anschauen, was in den Intensivstationen tatsächlich abgeht. Das ist nicht lustig, was dort passiert. Und es kann wirklich jeden treffen. Und vor allen Dingen, sie gefährden ja dann die anderen auch damit. Also ich hoffe einfach wirklich, dass die Impfgegner auch einmal ein offenes Ohr haben für die Argumente. Obwohl du jetzt dank AstraZeneca-Impfung 2 Horrornächte hinter dir hast, hast du keine Angst vor Nachwirkungen, Nebenwirkungen oder sonst? Nicht. Absolut nicht. Du sagst, nicht. Jetzt geht's mir gut, das war halt Sache und das muss man einkalkulieren. Es ist die europäische Zentralstelle durchlaufen. Also alle Impfstoffe sind bei der europäischen Zentralstelle durchgelaufen und für gut befunden worden. Und dass es natürlich, dass jedes Medikament, aber auch jede Impfung Nebenwirkungen hat, wissen wir. Zum Beispiel HPV-Impfung. Ja? Ich habe mich auch gegen HPV impfen lassen irgendwann. Also wenn du da zum Beispiel recherchierst im Internet, ja, da gab es zum Beispiel... Da hattest du auch Schüttelfrost damals, oder nicht? Nein, da gab es Frauen, die haben Lähmungserscheinungen, aber bleibende Lähmungserscheinungen. Ja? Aber es ist natürlich so, das muss man natürlich dann immer in Relation setzen, wie viele werden geimpft und wie viele davon haben tatsächlich dann, ich sage jetzt einmal Langzeitschäden. Weil dass man kurzfristig vielleicht Schwierigkeiten hat, okay. Aber wie viele haben Langzeitschäden? Also du würdest jedem empfehlen, diese AstraZeneca-Impfung zu machen? Unbedingt. Auf gar keinen Fall drüber nachdenken, nach Hause gehen oder weiß ich nicht, den Telefonjoker oder keine Ahnung, wem anrufen. Nein, unbedingt. Wirklich,
kann nur sagen, Leuteln, bitte geht's impfen, weil es ist einfach wirklich wichtig, das sage ich händeringend, es ist wirklich wichtig. Schützt euch, schützt uns alle und vor allen Dingen, es kommt ja nur eines dazu. Wir alle haben ja auch einen großen sehnlichen Wunsch. Wir alle wollen ja wieder ein angenehmes, soziales Miteinander führen. Es ist ja mittlerweile wirklich auch so, dass man ja Probleme schon hat mit Familientreffen. Mhm. Wir wollen ja gemeinsame Feste wieder feiern. Wir wollen auf Events gehen oder wie auch immer. Und das alles soll ja irgendwann wieder mal möglich sein. Mhm. Jetzt haben wir den Virus schon über ein Jahr. Über ein Jahr und deswegen... Also du bist glücklich, dass du diese AstraZeneca-Impfung bekommen hast. Ich danke dem lieben Gott, dem Universum, dem Gesundheitsminister, dem Bundeskanzler, dass ich endlich die Impfung bekommen habe. Wunderbar. Also so glückliche AstraZeneca-Geimpfte hätte man gern alle im Land. Also die Mausi ist natürlich ein Spezialfall. Allerdings muss man sagen, die Mausi ist natürlich auch einiges gewohnt, weil du bist ja schon ein bisschen bearbeitet. Schönheitsmäßig. Ich habe letzte Woche erst wieder... Du hast einige Busen-OPs hinter dir. Du lässt immer dein Gesicht general überholen. Ja, letzte Woche, glaube ich, wieder. Was war denn da letzte Woche? Naja, was hast letzte du alles Woche machen war das quasi Frühjahrs-Feintuning vom Arthur Worsek. Arthur Worsek macht aus Mausi Lugner die Beauty, die sie ist. Arthur Worsek macht es wieder und gut. Und was braucht man dafür? Ja, ein bisschen Botox, ein bisschen Hyaluron und ein Faden da und das geht schon wieder. Was ist da? Da werden zwei Fäden eingezogen. Ja, da wird einfach Fäden eingezogen, das Ganze wird hochgezogen und man erspart mit sich. Mit Fäden macht man das. Mit Fäden macht man das. Das heißt, du hast da über je einen Faden drin. Ja, das ist... Das strafft die Haut. 2 Minuten, es strafft die Haut. Schau, wie interessiert du bist ja. Für meine Leserin. Ich meine, da werden jetzt viele sagen, wenn die Mausi das hat, will ich das auch. Also selig alle Frauen, die zuschauen und herzliches Beileid an alle Ehemänner, weil die müssen das jetzt nächste Woche dann zahlen. Die müssen das dann alles brennen. Ja, aber. Genau. Ja, aber. So, also, da kommen zwei Fäden rein, dann das Botox, muss man sich wie vorstellen, in die Wange rein? Oder Botox kommt in die Stirn, damit die Falten weg sind, auf die Seite bei den Augen, dass man keine Augenfältchen hat. Und ganz wichtig für zu Hause, die Mundwinkeln, die immer mehr auch mit Corona runtergehen. Ein Stichel da, zack, und die Mundwinkeln gehen wieder raus. Das ist ganz wichtig. Und was hast du noch gemacht, außer Botox und Fäden? Botox, Hyaluron und Fäden. Hyaluron. Was ist das? Hyaluron. Naja, Hyaluron, Merkel. Also zum Beispiel, die Merkel hat kein Hyaluron, ja? Und deswegen schaut sie aus wie eine Marionettenpuppe. Merkel hat hier, also wir wissen ja, wie Angela Merkel aussieht. Und ich habe gesagt, bei mir kommen die Merkel-Falten, bitte mach was dagegen. Und da hat er ihm da ein bisschen Hyaluron reingegeben und die Sache ist und wieder jetzt gut. Jetzt hast du wieder ein echtes Babyface, muss ich dir echtes sagen. Echtes Babyface. Liebes Mausi. Und ich habe den Richard Lippen gesagt... Lippen hast du nicht aufspritzen lassen. Das ist dein Markenzeichen, dass die so bleiben, wie sie sind. Ja, mir gefällt es auch nicht, dass das alle mit solchen Lippen... Und Busen wurde wieder mal ein bisschen runterneuert auch letzte Woche? Nein, der ist vor 2 Jahren runterneuert worden. Also das passt keine, doch jetzt. Keine Busen-OP in diesem Jahr. Gut? Ja, und ich habe zum Richard gesagt, Richard, ich gehe zum Arthur, komm mit, begleite mich. Ja. Wir müssen bei dir schauen, dass wir auch ein bisschen was machen mit den Falten. Und da hat er gesagt, nein, ich will nicht, lass mich in Ruhe. Da habe ich gesagt, du kommst mit. Dann habe ich den Termin eintragen lassen bei ihm. Ja. So, jetzt muss man mal jetzt musst du dir vorstellen, was für ein Glück dieser Mensch hat. Ja? Jetzt ziehst du deinen Ex-Ehemann wider Willen, vergewaltigst du ihn zu einer Schönheits-OP. Ja, vergewaltigt nicht, aber Schönheits-OP. Nein, er hat gesagt, okay, ich gehe mit, hat er gesagt, aber ich lasse nichts machen. Ja? Copyright, ja? Richard Lugner. So, jetzt musst du dir vorstellen, ich liege auf der Liege, Arthur beservist mich und er schaut den Richard so an und sagt... Du, das gefällt mir da nicht. Da ist etwas, das gefällt mir nicht. Und nimm deine Probe raus, lass es dann eine Biopsie davon machen und tatsächlich, es ist weißer Hautkrebs. Ja. Der wird jetzt Samstag operiert. Ja, aber in dem Alter ist es... Der Arme wird jetzt am Samstag mit Hautkrebs operiert. Ja, es wird großflächig. Dem bleibt heuer auch nichts erspart. Bleibt auch nichts erspart, aber schau, es ist, er hat so ein Glück. Und aber ich sag, du hast ihn gerettet. Oder da war es ja gerade ihn gerettet. Er hat so ein unfassbares Glück, dieser Mensch. Du.
ein Glück im Pech, muss Nein, ich sagen. Nein, das ist unfassbar, du. Ja. Aber es der ist hat heuer natürlich wirklich worden. Schon so viel mitgemacht, also nicht heuer, im Ablauf der letzten 12 Monate, muss man sagen. Ne? Ja. Also, der arme Richard. Aber ab Samstag im Spital, Krebs-OP, weißer Hautkrebs, aber nach einer Woche ist man da üblicherweise wieder halbwegs fit. Ne? Ja, er wird natürlich dann genäht. Und, das ist aber ganz egal. Du, Hauptsache, er ist frei von irgendwelchen Problemen. Gut, also da wird man gleich ganz anders, wenn du mir solche Geschichten erzählst. Naja. Dann wollen wir noch kurz ein bisschen über Liebe sprechen, wenn wir schon so spät am Abend sind etc. Wie schaut es denn aus, Mausi? Bist du jetzt wieder am Markt? Nein, ich bin darf nicht am Markt. Darf man dich verkuppeln? Nein, man darf mich nicht verkuppeln. Ich bin nicht am Markt. Nein, ich du bin bist sehr glücklich. Nicht am Markt. Wer hat dein Herz erobert? Ich bin mit meinem Ex-Mann, mit meiner zweiten Ex-Mann wieder zusammen. Du bist mit deinem Ex-Mann wieder zusammen? Ja. Na, ist ja nicht zu fassen. Ja, ist zu fassen. Sex mit dem Ex. Sagst du. Ich sag da nichts dazu. Ja? Das ist mir zu schlüpfrig zu dieser Zeit. Wie kann das passieren? Ich habe gedacht, du hast dich von dem scheiden lassen. Ja, schon. Ja, Scheidung ist durchgeführt worden. Ich habe mich nicht scheiden lassen, sondern... Er hat sich scheiden lassen. Ja, vielleicht er oder wir. Also ich habe mich nicht scheiden lassen. Also nein, ihr habt euch scheiden ja. lassen. Ja. Ja, wir haben dann... Und dann seid ihr darauf gekommen, das war ein Fehler. Ja, wir sind dann eigentlich... jetzt schon wieder seit über einem Jahr sind wir schon wieder zusammen. Du, das ist Corona. Corona, Lockdown. Naja, man verbringt Corona nicht gern alleine, oder? Nein, das hat schon was. Und wenn man dann jemanden Verlässlichen an seiner Seite hat, den man über viele Jahre geliebt hat, dann wird einem selbst in Corona-Zeiten warm ums Herz. Ganz warm ums Herz, genau. Und so hast du deinen Ex wieder exhumiert, wenn man das so sagen darf, und der ist wieder an deiner Seite. Genau. Ja, und der hat wieder seine Mausi und du hast wieder deinen Ex. Genau. Und das ist große Liebe oder eher Vernunftehe oder wie muss man sehen? Liebe. Das ist große Liebe. Liebe, ja. Das heißt, du bist nach der Scheidung draufgekommen, dass der Mann, von dem du dich gerade scheiden hast lassen, deine große nein, Liebe ist. Nein, nicht ich mich, sondern wir uns voneinander, nicht ich. Also ich nicht. Also du bist nach der Scheidung draufgekommen, dass der Mann, von dem ihr euch, er sich von dir, du dich von ihm, scheiden hat lassen, die große Liebe ist und er ist draufgekommen, dass du seine große Liebe bist. Ja, wir sind beide draufgekommen. Ja. Und mehr sage ich auch nicht mehr dazu. Jetzt weil ist wieder Love-Story. Ja, alles jetzt wieder Love-Story. Ja. Ja, wir müssen aufpassen, weil wenn du im Fernsehen darüber sprichst, los, dass sie gleich wieder scheiden. Der ist ja so. Der will ja nicht in den Medien sein, deshalb auch keine Andeutung. Nein. Diesmal sind wir ganz brav, keine Andeutung. Keine Andeutung. Nicht, dass wegen mir wieder eine Scheidung gibt, wo die Maus doch so glücklich ist. Also, Sex mit dem Ex ist das Schönste eigentlich. Geht das überhaupt? Es gibt viele, die sagen, das geht nicht. Du, Sex mit dem Ex. Ich sage da nichts dazu, ich genieße und schweige. Dafür habe ich einen neuen Werbevertrag eingetütet. Ich muss jetzt nicht die Kurve kratzen auf ein anderes Thema. Aber du bist wieder glücklich. Ja, ich bin glücklich. Du bist nicht mehr auf der Suche, du bist kein Single. Jedes Anbraten von dir, liebe Herren, in der Wiener Zeit, ist vergeblich. Nein, eines muss ich schon jetzt dazu sagen. Du, es ist immer schön, Komplimente zu bekommen. Das muss ich schon sagen. Und das aber Problem zwischen Komplimente ist, und Anbraten ist ja Unterschied. Ist ja Unterschied. Aber das Problem ist, dass mit unserer, ich sage es jetzt wirklich überspitzt, weil ich empfinde es so, mit unserer wahnsinnigen MeToo-Debatte, die Männer nicht einmal mehr Komplimente machen, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen. Also das finde ich ja wirklich total schlimm. Und deswegen, also das ist ein eigenes Kapitel. Freuen uns über Komplimente. Wunderbar. Aber für dich gilt jetzt der Joshit, ich habe einen Ring in der Hand, ich bin reserviert. Richtig? Ja, haben wir nicht noch ein anderes Thema gehabt? Gibt jetzt den Hit von Josh, Ring in der Hand, gilt für dich. Ich habe einen Ring in der Hand, bin reserviert, bin nicht mehr interessiert. Oh. So, in diesem Sinne, Mausi, ich gratuliere zur Love Story. Ich gratuliere zur Generalüberholung. Schaut super aus, genial. Gratulieren wir zu meinem neuen Werbevertrag. Eine Woche, gratuliere zu allen deinen Werbeverträgen. Ja. Offenbar nach dem heutigen Auftritt wirst du auch einen vom Land Niederösterreich bekommen, nehme ich an, von dem Mikl-Leiter zuschaut. Und dann gratuliere ich vor allem zur AstraZeneca-Impfung und dazu, dass du ab 1. Juni voll immunisiert bist. Ja, voll, So. Das ist schon... Das war also unsere allerliebste Mausi. Heute wieder mal live bei Fellner Live. Kurze Werbepause und dann kommt ihr allerliebster Möbelhändler, der Chef von XXX Lutz, und erzählt ihnen, wie das in Lockdown-Zeiten ist, warum alle Möbel kaufen, warum der Möbelhandel derzeit so boomt und warum kein einziger bisher bei ihm mit Corona infiziert wurde. Gleich bei Fellner Live.